Viele Hersteller nutzen die IAA, um ihre neuen Modelle zu präsentieren. So auch Renault, die hier den ersten elektrischen Scenic präsentiert haben. Und das ist ein familientaugliches Fahrzeug, mit dem die Franzosen direkt Fahrzeuge wie den VW ID.4 oder den Skoda Enyaq angreifen. Eine Sache muss ich wirklich Renault lassen. In letzter Zeit bauen die meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr schöne Fahrzeuge. Mir ist das schon beim Austral aufgefallen und bei ihm muss ich auch sagen, designtechnisch wurde hier definitiv aus den Vollen geschöpft und mich spricht das definitiv an. Was kann ich über dieses Fahrzeug verraten? Er kommt immer mit Frontantrieb daher und man hat die Auswahl zwischen einem 170 PS starkem Elektromotor oder einem 220 PS starkem Elektromotor. Es gibt außerdem die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Akkupaketen, sitzen natürlich schön tief im Unterboden zwischen den Achsen und soll besonders dünn sein. Wir haben die Auswahl zwischen einem 60 Kilowattstunden Akku und einem 87 Kilowattstunden großen Akku. Je nachdem, welchen Akku man genommen hat, kommt der Wagen entweder 430 Kilometer weit maximal laut WLTP oder bis 620 Kilometer laut WLTP. Und wenn wir jetzt mal ein Stück nach hinten gehen, dann können wir auch einen Blick in den Kofferraum werfen. Denn das Fahrzeug soll ja besonders familientauglich sein und deshalb fasst der Kofferraum 545 bis 1670 Liter, wenn man eben die Rückbank umklappt. Und wenn wir hier auch mal reinblicken können, da muss ich sagen, gut zum Einladen für Familien mit Kinderwagen und so ist vielleicht ein bisschen schwierig, denn wir haben wirklich eine sehr hohe Ladekante, dafür eine schöne breite Öffnung und hier unten kann man noch richtig gut was verstauen. Da kann man auch dreckige Sachen ganz gut reinpacken, denn ich würde mal behaupten, diese Wanne kann man richtig gut auswaschen. Ja, dann lassen sich eben die Rückbank noch umklappen und dann hat man hier ordentlich viel Stauraum. Haben wir doch noch die Möglichkeit bekommen, einmal hier Platz zu nehmen. Und was kann man hier drin feststellen? Wirklich offen gestaltet hier alles. Das gibt schön viel Platz. Man fühlt sich absolut nicht eingeengt. Und wir haben hier, und das kennt man auch schon von anderen Renault-Modellen, das OpenR-Link-System, Android-basiert, Zugriff auf zahlreiche Google-Dienste. Über 50 Apps kann man hier runterladen. Und damit ist das Fahrzeug natürlich auch bestens vernetzt. Stell dir auch hier fest, die Option auf einen elektrischen Rückspiegel. Das kennt man ja zum Beispiel auch vom elektrischen Megane. Wem das gefällt, der kann das nutzen. Ein riesen Panoramaglasdach, das ich sogar hier verstellen kann und eben dann einstellen kann, wie stark die Sonne mich blenden kann oder wie sehr es doch eben abgedunkelt sein kann oder sein sollte. Ist natürlich besonders praktisch an heißen Tagen, an denen die Sonne richtig knallt. Ich würde sagen, die sitzen natürlich auch hier in der Esprit Alpine Ausstattungsvariante, das natürlich eine sehr hochwertige Ausstattungsvariante ist, aber das sieht hier doch schon richtig schick aus. Belederte Oberflächen. Es macht einen guten Eindruck und Renault setzt hier vor allen Dingen auch auf einen sehr, sehr großen Anteil an recycelbaren Materialien. Was man abschließend noch sagen kann oder eher mutmaßen kann, ist das Thema Preis. Ich habe schon gesagt, nächstes Jahr, also 2024, soll er hier bei uns auf dem Markt starten. Wir gehen davon aus, dass er mindestens bei einem Preis zu 45.000 Euro startet.